Herzlich willkommen bei der plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist das Thema Einpacken der Lebensmittel. Wie packe ich meine Lebensmittel ein? Ich fange hier mal an mit Weglesen. Zu Weglese kann man alles reintun. Also ob das Kakao ist, ob das Zucker ist, ob das... alles kannst du reintun. Ich gefriere auch mit denen, so wie hier. Das sind die glutenfreien Weckle. Und die müssen gleich rein. Deswegen mache ich kurz auf Pause. Also eingefrieren tue ich auch in so Papierbeuteln. Das geht auch. Oder ganz normale so Marmeladengläser und Gläser mit Schraubverschluss. Das geht alles auch. Genauso die Dosen halt, ne? Die Edelstahldosen. Mit denen klappt es auch. Zum Eingefrieren. Ja, zum Aufbewahren. Zum Aufbewahren meistens solche Gläser. Da ist Trockenobst drin oder trockene Sachen. Da habe ich alles. Gemüsebrühe, Paprika, Salz, Pfeffer. Also die ganzen Gewürze habe ich drin. Dann auch die Backuntersilie, wie Backpulver, Vanillezucker und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ganz toll. Das könnt ihr auch. Ihr wisst ja, wir ziehen um und das ist mein letztes hier. Ein Baumwolltuch, selbstgemachtes. Wie man die macht, habe ich euch auf meiner Seite in Facebook ja mal erklärt. Ganz einfach, Schritt für Schritt, wie man macht. Und da kann man alles einpacken. Also da kann man echt alles einpacken. Käse packe ich da ein, Vespe packe ich da ein. Oder wenn man Kartoffelsalat hat, da kann man das zudecken. Also ein Ersatz, Frischhaltefolie, wirklich gut. So, wie packe ich denn noch ein? Ja, zu der Dose gehen wir. Edelstahldose. Und ja, da kann man viel einpacken. Da kann man auch eingefrieren. Wir haben da Wurst. Ja, das ist ja Wurst. Wurst mit einer Hand. So. Wurst, Wurst. Ja. Tolle Sachen, genau. Brot. Normales Brot. Oder halt, wenn ich auch backen tue. Nee, wir kaufen ein. Normales Brötchen, Brot, wie auch immer. Kriegt man immer so Papiertüten. So, damit kann man auch einfrieren. Und hier ist unser Brot. Das ist aber glutenfreies Brot, selbst gebacken. Und das habe ich einfach in so eine Stofftasche drin, ne? So, ich tue auch eingefrieren, also schneiden das Brot und eingefrieren und dann kann man rausholen, wie viel man will. So, da gibt es auch verschiedene Beutel, Stofftaschen in verschiedene Größe. So, dann den Käse habe ich jetzt mal in Butterbrotpapier eingepackt, ne? Das Ganze mal als Butterbrotpapier. Oh, dann hole ich noch was raus. Ich hoffe, ich habe es noch da. Ah ja, doch. Okay. So, und da ist mein Käse jetzt drin. Ne? Und das kommt dann so in den Kühlschrank rein. Man kann es natürlich auch auf dem Teller tun und drauf dann nochmal ein Teller oder eine Schüssel, eine Glasschüssel. Ja, genauso wenn man einkaufen geht, viel einkaufen geht, Fleisch und so, dann packt man das einfach in einen großen Topf. Nein, das geht dann auch. So, oder halt so Papiertüten. Genau. Und das war's heute wieder von mir. Wie packst du deine Sachen ein? Würde mich interessieren. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bis morgen. Die plastikfreie Großfamilie.